Lieber Weihnachtsmann, wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten schicke ich dir auch in diesem Jahr einen Wunschzettel, in dem ich detailliert alle Dinge aufliste, die ich am Heiligen Abend von dir bekommen möchte. Nein, der letzte Teil ist dumm. Die ich am Heiligen Abend auf jeden Fall von dir bekommen werde. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. Ich bin der Typ, der sich letztes Jahr ein fliegendes Auto gewünscht hat. Leider hast du mir das nicht gebracht. Ich sehe ein, dass der Wunsch etwas übertrieben war, aber nicht mal ein normales Auto hast du mir geschenkt und das kann man ja wohl erwarten von einem Typ, der innerhalb von einer Nacht mit einem Schlitten um die ganze Welt fliegt und Geschenke verteilt. Dein Job ist es, Wünsche zu erfüllen, also tu das gefälligst auch. Ich meine, was will ich denn mit einem neuen Laptop? Das ist doch kein angemessenes Weihnachtsgeschenk. Trotzdem zweifle ich nicht an deiner Existenz. Du wirst schon deine Gründe gehabt haben. An mir hat es jedenfalls nicht gelegen, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals unartig war. Ich bin die Artigkeit in Person. Vielleicht lief es letztes Jahr bei dir privat einfach nicht so gut und du hattest Stress mit deiner Weihnachtsfrau. Das geht mich auch nichts an, aber falls das so war, dann lass deinen Zorn das nächste Mal bitte nicht wieder an mir aus. Egal was war, ich verzeihe dir und du bekommst dieses Jahr eine neue Chance. Keine Angst, diesmal sind meine Ansprüche nicht so hoch. Ich bin bescheiden geworden und gebe mich mittlerweile auch mit den kleinen Dingen zufrieden. Deshalb wünsche ich mir eine PlayStation 4, ein iPhone 6, sowohl ein Heim- als auch ein Auswärtstrikot des HSV, eine Rolex-Uhr, das neue Trailerpark-Album, alle Staffeln von King of Queens, Fußballschuhe in der Größe 43, einen Gutschein für mindestens 2 Personen für einen Kinofilm, selbstverständlich in 3D und mit Überlänge, 2 Flaschen Captain Morgan, obwohl eine Flasche reicht, eine Flasche Captain Morgan und zu guter Letzt 10 Liter Orangensaft. Aber ohne Fruchtfleisch bitte. Ach ja, und fast hätte ich es vergessen, ich brauche noch neue Unterwäsche. Das alles hätte ich dann gerne eingepackt in regenbogenfarbenem Geschenkpapier. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Danke schon mal im Voraus, ich freue mich schon auf Weihnachten. Liebe Grüße zum Nordpol, dein Dome. PS, richte dem Nikolaus bitte einen Gruß von mir aus. Warum war gestern einer meiner Stiefel leer?